Juhu, und weiter geht's. Willkommen zurück zu Let's Play Surviving Mars. Es tut mir leid, dass wir in letzter Zeit doch eher langsam spielen. Das hat aber allerdings den Hintergrund, dass im Moment zu viel passiert, dass wir uns um zu viel gleichzeitig kümmern müssen. Sowohl um 400 Leute, die plötzlich hier alles bevölkert haben und erstmal mit Essen versorgt werden müssen. Deswegen bin ich froh, dass wir hier die Nahrung produzieren. Offensichtlich sieht es ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob die Drohnen das selber abbauen müssen. Ich glaube ja. Das heißt, es wäre ganz gut, auch hier weitere Drohnen noch hinzuzufügen. Heißt aber auch, wir müssen noch weitere Drohnen basteln, fertig machen und dementsprechend natürlich noch viel mehr mit der Drohnenfabrik arbeiten. Also ich denke mal so 20, 30 Drohnen werden wir oben noch benötigen, wenn die wirklich alles selber abbauen müssen. Jetzt haben wir erstmal 17 in Auftrag gegeben. Es dauert eine Weile, bis die das fertig gemacht haben. Jede Drohne kostet ein elektronisches Teil. Im Moment haben wir nicht so viele elektronische Geräte. Es wird aber nach und nach mehr und auch der Treibstoff wird nach und nach mehr. Also wir haben ja jetzt gerade den Asteroidenlander losgeschickt und sorgen auch noch dafür, dass die Temperatur weiter steigt, beziehungsweise dass ganz, ganz viel auch an Treibstoff noch mit dazu kommt. Alle drei Fabriken arbeiten auf Hochtouren, bis auf diese hier. Die müssen wir noch upgraden, das machen wir auch noch. Und währenddessen verkrümeln wir uns wieder auf unseren Asteroiden und kümmern uns hier um das Grundlegendste und Wichtigste. Die Drohnen sind dabei, hier eine Plattform fertig zu machen. Sie bauen teilweise was ab und machen gleichzeitig auch noch wieder alles voll. Da werden sie auch noch mal ganz viele Gesteinsabfälle mit hinzupacken. Überschüssig sind auf jeden Fall noch 366 und 106 machen sie dann mit in den Krater rein, dass wir dann auch auf die andere Seite kommen. Und du hast ja das eine schon fast erforscht, ne? Ja, da bist du schon gut bei. Den Transporter habe ich völlig umsonst mitgenommen, aber den können wir nachher wieder mit zurücknehmen auf die Erde. Und dir fehlt noch Strom, das ist klar. Halt. Langsamer. Einsatzleitung, Loknummern 129. Effekt. Der ferngesteuerte Erkunder hat eine Fehlfunktion. Er muss von Drohnen repariert werden. Kosten der folgenden Technologie um 50% verringert. Low-G-Antrieb, schnellere Drohnen und Rover. Haben wir sowieso schon fertig. Automatisierte Sensoren sind auch durch. Unterhalte 200 Millionen Geldmittel. Danke dafür. Er wird dann einmal repariert. Geht sofort los. Die Drohnen, die werden sich darum kümmern. Wir haben ja 10 Drohnen im Einsatz, die hier mal eben so mit rübergehen. Und du wirst gleich noch Strom bekommen, aber zuvor muss ich einmal gucken, reicht das mittlerweile an Strom? Er braucht ja mindestens 300, um auch wieder Strom mit abzugeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und euch könnte ich auch noch verbessern, dann könnten wir den anderen zusätzlich noch betreiben. Stellen wir noch einen Collector mit hin. So. Und dann bitte ein Kabel von hier aus mit rüberziehen. So, das müsste reichen. Wird noch ein bisschen was an Metall benötigt dafür. Ihr braucht Gesteinsabfälle, ne? Warum habt ihr jetzt eben Beton mitgenommen? Keine Ahnung. Die haben doch Beton mitgenommen, oder? So, und hier werden dann die Edelmetalle gelagert. Die werden wir dann zurückbringen nach Hause. Wie sieht es jetzt auf dem Erdplaneten aus? Auf dem Marsplaneten, so. Ganz gut. Uns fehlen hier natürlich jetzt ganz normale Metalle und auch Edelmetalle und so. Die müssen erstmal hergebracht werden. Das bedeutet auch, wir werden jetzt noch eine weitere Fabrik benötigen. Die Verstärkung ist durch. Betankter Extraktor will ich nicht. Das läuft auch ohne Leute. Wir haben jede Menge Strom jetzt auch hier oben. Es gibt also keine Probleme mehr. Und wo kriege ich jetzt Metall her? Irgendwo war hier ein Metallvorkommen. Da drüben, das weiß ich noch. Aber ansonsten sieht es schlecht aus, ne? Ja, dafür müssen wir tatsächlich erstmal hier hin. Ist nicht wenig Metall. 1500, das ist okay. Da sind auch nochmal fast 2000 Metall. Hauptstadt braucht 100 Strom und Wartung immer 10 Beton. Außerdem brauchen wir auch 300 Beton einfach so. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den einen hier mit einer Handelsroute versehen und die Metalle hochbringen lassen. Bitte von hier aus Metalle mitnehmen
und die dann hochfahren. Gut, er ist unterwegs, sehr schön. Also der kümmert sich jetzt, der wird das alles hin und her fahren und hat jede Menge zu tun. Hier oben haben wir mittlerweile eine Treibstofffabrik. Ja, das heißt, wir werden jetzt den Treibstoff auch so weit fertig machen, dass die Polymere herstellen können. So, dann haben wir auch wieder weitere Jobs. Kostet zwar auch wieder ein bisschen Strom, aber ist nicht schlimm. Wir haben ja jetzt den Fusionsreaktor. Den könnten wir sogar nochmal upgraden, aber das bringt uns nichts. Damit würden wir nur die Arbeitsplätze verringern, die ja sowieso noch nicht mit drin sind. Wir haben noch 0 freien Wohnraum, 36 obdachlose Leute. Wo sind die meisten? Obdachlos sind hier 14, da 6. Also hier fehlen tatsächlich noch weitere Wohnungen. Aber ich weiß ja nicht, wie es mit Essen aussieht. Hm, ganz okay. Wir packen noch weitere 3 Drohnen mit rein. Denn die müssen ja jetzt das Essen abtransportieren. Und wir kümmern uns um den Bau von weiteren Wohnungen. Ich baue mal noch ein weiteres Apartmenthaus hier oben mit hin. Und dann kriegt ihr hier auch noch einen Diner. Dann haben wir noch mehr Jobs geschaffen. Wo ist denn der Diner? Da. Okay, dann haben wir zumindest genügend Essen für die Leute. Hier ist auch noch genügend Zeug. Wir werden jede Drohne, die es jetzt gibt, hier erstmal mit reinpacken müssen, dass wir die wirklich alle komplett beladen und überladen. So dass das Essen ganz in Ruhe mit abgearbeitet werden kann. Nahrung 500. Bodenqualität ist noch hervorragend. Der Rest verteilt sich von allein. Unsere Raketen sind unterwegs. Wir sind noch auf dem Asteroiden. Du bist ja soweit durch, kannst jetzt diese Anomalie scannen. Du arbeitest auch. Verstärken werde ich dich nicht. Das reicht so erstmal aus. Wir betanken den Akkumulator immer weiter mit Strom, sodass es auch in der Nacht ausreicht. Wir werden zusätzlich hier jetzt noch eine Drohnenaufladestation mit hinpacken. Und wir könnten noch einen Mikrogel-Wasserextraktor mit hinzupacken. Könnten wir dann hier mit hinstellen, wo noch Wasser ist. Wäre möglich. Da würde er auch ans Wasser rankommen. Es ist keine der benötigten Ressourcen in der Nähe. Doch da. Unebenes Terrain. Komme ich wieder nicht ran? Es muss im blauen Bereich sein. Dabei ist der Bereich doch wesentlich größer. Bauen noch ein Depot für Edelmetalle. Sollte ich hier vielleicht einen Drohnenhub bauen? Sicher, sicher, ne? Dann brauche ich eigentlich diese Aufladestation auch nicht. Pack die mal wieder ein, vielleicht brauche ich sie irgendwann nochmal. Und die bauen immer noch hier dran. Na, ich denke mal, dass durch den Drohnenhub auch noch das ein oder andere mit dazukommen wird an Drohnen, dann haben wir wenigstens weniger Probleme. Der Transporter, der könnte doch jetzt mal dafür sorgen, dass wir die ein oder anderen Ressourcen hier abbauen können. Das sind aber Polymere, die brauche ich nicht. Wenn, dann würde ich eher Metalle abbauen. Wo sind denn hier noch Metalle? Hier sind keine mehr. Kommst du darüber? Nö, du fährst bloß an den weitesten Punkt, aber kommst da nicht weiter. Okay. Dann müssen wir tatsächlich warten, bis die Drohnen das alles fertig haben. Boah. Anomalie analysiert, das heißt, der Erkunder kann auch bald nach Hause. Wir könnten hier vorne nochmal gucken, ob hier Anomalien sind, aber zumindest sind hier Kristalle,
die wir mit abbauen dürfen. Und auch noch ein paar Metalle. Ja, vielleicht müssen wir auch noch Metalle besorgen. Denn die sind tatsächlich jetzt mittlerweile knapp. Weil wir die auch für die Reparaturen benötigen. So, weitere Drohnen. Die können jetzt wesentlich schneller das Ganze fertig machen und dann können wir auch drüben noch die Drohnen holen. Der Drohnenhub selber ist relativ weit von der Reichweite. Der kriegt das auch hier drüben mit abgebaut. Und die Drohnen selber können sich dann später selber reparieren, wenn der Asteroidenlander weg ist. Der hat noch genügend Gesteinsabfälle geladen. Das finde ich jetzt gar nicht so witzig. Da werden wir das Ganze mal ein bisschen umarbeiten. Auf manuell schalten. Ich will keine Gesteinsabfälle haben, danke. Also ist egal, ob ich Shift oder Steuerung drücke, ich kann das nicht nutzen. Das wird bitte alles abgeladen. Treibstoff musst du erstmal behalten. Polymere lade ich ab. Ist erstaunlich, dass wir überhaupt noch Polymere hier mit bei haben. Besondere Materialien laden wir noch ab. Elektronische Geräte laden wir ab. Edelmetalle nehmen wir mit. Drohnen werden hier gelassen. Und die ferngesteuerten Fahrzeuge, die kommen wieder mit. Denn die brauchen wir hier oben nicht mehr. Genau. Fertigbauten nehmen wir auch wieder mit. Die werden hier auch nicht mehr benötigt. Und ansonsten müssen wir bloß noch Metalle holen. Das ist das, was wir auf Icarus haben. Das ist das, was wir aktuell zu Hause haben. Okay. Abfallmaterialien fallen normalerweise als Nebenprodukt beim Berg- und Landschaftsbau an. Ach so. Ich dachte, der sagt mir das zur Forderung. Okay. Gut. Dann sind wir soweit durch. Das wird jetzt alles abgeladen, da können wir uns ganz in Ruhe drauf vorbereiten. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Mars. Neues Spezialprojekt Wolkensaat. Offensichtlich haben wir es regnen lassen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Sehr schön. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ach so, das ist nochmal so ein neues Projekt. Ja, ist okay. Wasser steigt weiter, unablässig. Wir sind schon bei 87%, werden bald die 100% erreicht haben. Immer noch Angst, dass der Asteroid bald verschwindet. Die müssen uns ja so ein bisschen beeilen, nicht? Planet ist weiterhin bewohnbar, das freut mich auch. Wir haben noch 27 Leute, die kein Zuhause haben und 31 Kindertagesstättenplätze. Ist das euer Ernst? Ich meine, Komfort ist hier extrem hoch. Die machen natürlich jetzt auch Kinder ohne Ende. Die Apartments sind durch, dann machen wir das Upgrade für die Heimatgemeinschaft. Und werden noch weitere Apartments hochziehen müssen. Geht gar nicht anders, sonst kriegen wir die Leute gar nicht untergebracht. Aber ich kann doch nicht das ganze Essen, wie soll ich denn das produzieren? Ich meine, wir sind ganz gut dabei. Aber es ist Wahnsinn, was hier an Leuten auch produziert wird. So, für den Fall, dass die andere Drohnenstation ausfällt, will ich auf jeden Fall hier auch noch ganz, ganz viele Drohnen mit drin haben. Hier kommen jetzt 20 Drohnen rein. Die können sich auch wunderbar um das Teil hier kümmern. Kommt ja bis unten hin, ne? Jo, das geht. Verbraucht Saatgut, um Nutzpflanzen zu sehen. Diese können von Drohnen als Nahrungsmittel geerntet werden. Die Pflanzen gedeihen oder sterben abhängig von der Bodenqualität, der globalen Temperatur und dem vorhandenen Wasser. Arbeitet nicht während Staubstürmen und giftigem Regen. Ja gut, weder das eine noch das andere gibt's. Das ist also völlig in Ordnung. Da haben wir noch das Amphitheater, Seniorenheim und Sicherheitsstation. Das ist okay. Das Casino, da werden wir die Arbeitsschicht mal erhöhen. Es gibt immer noch 22 Obdachlose, hier nur noch einen, da noch 7. Das heißt, die meisten sind jetzt eigentlich eher hier unten. Ja, und auch Arbeitslose sind hier unten. Was könnte ich euch denn noch Schönes geben? Medical Tower ist auch schon komplett ausgebaut, also da brauchen wir auch nichts mehr machen. Im Seniorenheim, das ist mir egal, was die da machen. Da ist noch ein Diner, aber der ist auch vollständig ausgebaut.
Kindertagesstätte läuft, der Rest auch. Amphitheater braucht keine Leute. Ja, was baue ich euch denn noch Schönes dazu? So Kunstladen und so habt ihr hier noch gar nicht, ne? Ne. Dann bauen wir die noch mit dazu. Ein Kunstladen. Und ein Elektronikladen. Sowie weitere Wohnanlagen. Obwohl, können wir auch noch ein Apartmenthaus bauen. Upgrade der Gemeinschaft. Noch ein Apartmenthaus. Dann wohnen die in ihren Blocks. Yeah. Und wir nehmen auch nochmal so eine große offene Farm. Die können wir doch hier hervorragend mit platzieren, oder nicht? Unebenes Terrain. Wegen den Steinen wahrscheinlich, ne? Okay. Ich meine, klar, wir werden dann auch weitere Drohnen benötigen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Aber das soll mir recht sein. Was ist das hier? Ach, das sind die Müllkippen. Mülldeponien. Gut, Vegetation verbreiten, da sind wir jetzt bei 50%. Noch zweimal und wir sind soweit durch. Rakete kehrt wieder zurück. Freut mich. Das läuft alles. Treibstoff kommt wieder. Wird nicht nur hier, sondern auch überall woanders in Massen wieder produziert. Genügend Treibstoff ist auch da für unsere Shuttles. Davon haben wir auch schon 10 Stück, die hier alles hin und her fliegen und im Prinzip die Grundversorgung schon fast aufrechterhalten. Ja, da muss ich versuchen mit den Drohnen. Oder mit dem Bulldozer. Kannst du diese Steine entfernen? Nee, kannst du nicht. Den müssen wir doch versuchen zu bauen. Und das Ganze ebnen. Ah ja, läuft, läuft. Gut gemacht. Bin stolz auf dich. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir diese offene Farm bauen können. Nein. Er sagt, es wäre ein unebenes Terrain, trotzdem noch. Vielleicht muss das wirklich auf eine Ebene gebracht werden, und zwar komplett, sodass das da auch wirklich gebaut werden kann. Oder meckert er wegen dem hier unten rum? Ich glaube, der meckert wegen dem unten rum. Warte mal, dann... Falsch. Ebenen. Quatsch. Ebenen. So. Bauen. Ist das jetzt geebnet? Ist das schon fertig? Brauchen wir noch irgendwelche Gesteinsabfälle? Nee, soll fertig sein. Ich sehe nichts. Ah, ist das nervig. Dann zeig mal kurz die offene Farm. Jetzt kann sie gebaut werden. Okay. Keine Kabelverbindung und kein Wasser. Aber das ist nicht schlimm. So. Dann ziehen wir Kabel und Wasser mit dazu. Wir haben ja eh noch genügend Wasser. Alles ist gut. Eine Rohrverbindung und einmal Strom. So. Okay, wenn das soweit fertig gebaut ist, werden wir diesen Drohnenhub auch mit weiteren Drohnen ausstatten, sodass er mit 20 arbeitet und dementsprechend auch hier dafür sorgen kann, dass dieses Teil gut bewirtschaftet wird von unseren Drohnen. Du darfst wieder hier landen, diesmal dort. Ich gehe schon mal wieder zurück auf den Asteroiden. Wie weit seid ihr?
Ihr seid dabei, das Ganze hier als Rampe fertig zu machen, sodass wir rüberfahren können. Und das Teil ist bisher noch nicht abgeladen worden. Wir sind also noch nicht komplett fertig. Und die Müllkippe ist voll. Ach so. Warte. Ich glaube, jetzt müssen die das alles wieder hinbringen, ne? Ja. Jetzt entladen sie die Mülldeponien wieder, statt einfach die Gesteinsabfälle hier vorne zu nehmen. Ach, Jungs und Mädels, was macht ihr bloß? Gut, mir soll es recht sein, der Strom, der stapelt sich immer weiter. Wir können hier immer mehr abbauen. Und der Erkunder kann zumindest mit dem ferngesteuerten Transporter wieder nach Hause. Den Rest können die selber fertig machen. Nebenbei laden die noch weiter ab. Das ist okay. Und das Teil ist gleich fertig. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Sagen hier jetzt Bescheid. Hey, bitte keine, nicht nur Kräuter so, sondern eben auch Deckungspflanzen und Kartoffeln fertig machen. Nicht genug Saatgut, das wird kommen, keine Sorge. Dann brauchen wir noch weitere Drohnen. Und werden noch weiteren Auftrag geben. Es ist erstaunlich, dass die anderen Asteroiden noch da sind. Aber es fehlt immer noch einer, den wir einfach so begrüßen können, um dann unser Achievement zu erreichen. Und wenn man einen Asteroiden komplett geplündert hat, dann bekommt man auch noch ein Achievement. Oh, und jetzt sehe ich schon, die Rampe, die ist so langsam da. Es wird also nicht mehr lange dauern. Gleich haben die Drohnen das soweit fertig gemacht. Hier erhebt sich jetzt die Rampe. Habe ich noch Kaffee? Oh, Gott sei Dank. Kaffee. Ganz toll. Kalter Kaffee. So, und damit haben wir es gleich geschafft. Fertig. Okay. Jetzt können wir rüberfahren und könnten dort im Prinzip auch noch den Rest holen. Super. Aber der Erkunder muss nicht mehr mit. Jetzt wird nur noch das Teil hier entladen. Drüben arbeiten die Drohnen auch schon weiter. Das kriegen wir gut hin. Einen Wasserextraktor können wir dann später auch noch hier hinbauen und das Wasser rausholen, wenn hier jetzt erstmal die Rampe das Ganze entfernt hat und die ganzen Gesteinsabfälle dann auch wirklich noch in die Mülldeponien kommen, dann ist alles gut. Ist noch auf manuell, ja? Ich habe doch manuell gesagt, was ich haben möchte und mitnehmen möchte und was nicht. Warum hat er das nicht gespeichert? Okay, das ist der Automodus. Da kann ich dann sagen, das hier lassen. Gut, das ist wesentlich einfacher. Dann Polymere hier lassen. Maschinenteile hier lassen. Das nehmen wir mit. Das hier lassen, hier lassen, hier lassen, hier lassen. Das bleibt bitte auch hier. Nahrung brauchen wir allgemein auch hier nicht. Doch die nehmen wir mit, denn wir werden noch weitere bekommen. Genau. So, das sieht schon mal anders aus. Den haben wir jetzt auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die das eine oder andere schon mal mit wieder zurückbringen, während der Rest jetzt hier abgeladen wird. Wir haben zu wenig Strom. Na, der Strom wird schon wieder mehr, keine Sorge.
Vegetation verbreiten ist wieder verfügbar. Hervorragend. Oh, guckt euch das an. Wir haben schon alles so schön grün gemacht. Ja, weil wir 50% der Vegetation jetzt schon wieder zum Leben erweckt haben. Genial. Das heißt, wir brauchen eigentlich diese Aufforster wirklich nicht mehr. Der Rest ist jetzt nur noch über solche Projekte, so wie es aussieht. Und trotzdem werde ich die Polarkappen nochmal schmelzen. Das habt ihr davon. Das X markiert die Stelle. Ferngesteuerter Transporter soll mit. Das machen wir später. Aber wir gehen jetzt hier oben hoch. Expedition aussenden. Obwohl, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wie sieht's aus bei den beiden Raketen. Du bist schon wieder vollgeladen. Bräuchtest im Prinzip nur noch den Treibstoff und das Saatgut. Saatgut werden wir jede Menge mit rankriegen, das ist kein Problem. Du musst repariert werden. Ja, da kümmern sich die Drohnen drum. Wie sieht's hier oben aus? Ihr produziert alle fleißig, sehr schön. Wir haben jetzt auch endlich wieder Metalle. Das heißt, der eine Transporter, der hat schon wieder einiges getan. Du bist kaputt, du wirst gleich repariert. Und sobald der Asteroidenlander wieder zurückgekommen ist, können wir dann auch dafür sorgen, dass der andere Transporter noch ein bisschen mithilft. Ich meine, wir können die auch selber fertig bauen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt die Transporter hier abwarten. Wäre eine Möglichkeit. Asteroidenfänger. Das Fangen von Eisasteroiden wurde erfolgreich abgeschlossen. Unter Verwendung spezieller Technik haben wir die Asteroiden verfolgt und nahezu komplikationsfrei von ihrem Kurs abgebracht. Dadurch haben wir galant dafür gesorgt, dass sich große Mengen bald leicht zugänglichen Wasser auf die Marsoberfläche zu bewegen. Beim Weltraumbillard kann es aber immer passieren, dass man in die falsche Ecke trifft. Wir rechnen mit einem Marsbeben. Es hat ein Marsbeben gegeben, zwei Gebäude wurden lediglich beschädigt. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben noch 38 Wohnungen, 3 normale freie Plätze, 2 obdachlose Leute und wir haben noch 21 arbeitslose Leute. Also da haben wir uns auch gut drum gekümmert, obwohl wir jetzt 420 Menschen haben. Oh Gott, wie soll ich denn die alle versorgen? Wie sieht es hier oben aus? Kriegen die Drohnen das einigermaßen hin? Wir scheinen genug Essen zu haben für die Leute. Erstaunlich. Und das, obwohl wir 84 und da 70 Leute leben. Ich meine, der Komfort ist super. Den Leuten geht es richtig gut. Und das freut mich auch sehr. Du darfst schon mal landen. Und dann begibst du dich auf die nächste Reise, wirst die Vegetation verbreiten. Und dann schicken wir die nächste Rakete dann los, um auch nochmal die Polarkappen zu schmelzen. Und dann sind wir auch schon fast bei 100% Wasser. Ich sehe, dass ihr ein Abo dalasst und ein Like und ihr schaut das nächste Video.